Ah ja, plötzlich geht noch mehr, oder? Ausatmen. Es war sehr anstrengend, aber es ist ein Fail passiert. Oh yes, hallo und schön, dass du wieder da bist hier auf diesem YouTube-Kanal. Ja, heute nehme ich euch mit, wie ich nach Deutschland fahre zu den Workshops. Leider nicht. Es ist ein Fail passiert. Und zwar habe ich alles professionell und richtig toll wie ein Profi-Vlogger mitgefilmt. Wie ich mich fertig mache, wie ich mich am Weg mache, wie ich meinen Koffer fertig packe, wie das Auto wegfahrt. Ich habe sogar die Kamera im Garten stehen lassen, bin weggefahren und habe die Kamera dann wieder geholt. Also wirklich aufwendig. Ich hatte ja die ersten Workshops seit Februar 2020, jetzt im Oktober 2020. Und das wollte ich einfach aufnehmen, euch wirklich intensiv mitnehmen. Ich bin einen Tag vorher weggefahren, um auch zu übernachten am Weg, weil es lagen 9 Stunden Fahrt vor mir. Und das war der Freitag, das war ein total schöner Tag. Ich bin dann direkt bis am Bodensee gefahren. Zuerst hatte ich einen Zwischenstopp am Mondsee. Da habe ich Gott sei Dank ein paar Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Weitergefahren am Bodensee, bin dort angekommen, habe dort einen wunderschönen Sonnenuntergang sehen dürfen, erleben dürfen, war dort spazieren auch noch in der Stadt und hatte echt einen schönen Abend. Und dann ist mir so schlecht gegangen in der Nacht. Mich hat es 5-mal ausgeräumt, glaube ich. Sorry für die Details. Ich habe dann auch nur eine Banane und einen Tee gefrühstückt und bin dann gleich direkt losgefahren. Ich muss sagen, im Laufe des Vormittags hat sich mein Magen dann auch wieder beruhigt. Vielleicht war es die Nervosität, vielleicht habe ich irgendwas Komisches gegessen. I don't know. Aber es hat mich dann umso mehr gefreut, dass ich angekommen bin und richtig fit war und Vollgas geben könnte. Konnte gemeinsam mit den Ladies, war wirklich wunderschön. Nach den Workshops waren wir dann auch gemeinsam am Abend essen mit ein paar Flexi Ladies und mit der lieben Sandra von Paul van Wehr. Ich bin heimgekommen, wollte das alles bearbeiten und zwischendurch habe ich die Kamera für ein anderes Video gebraucht. Und dann war der Speicherplatz wieder sehr gering und ich habe mir gedacht, ach, ich speichere das einfach jetzt am MacBook, lösche es auf der Kamera und dann habe ich einen Teil da, ein Teil war auf der Kamera und ja, dann wird das schon passen. Irgendwie in meinem Löschmodus, anders kann man es nicht nennen, ich lösche immer alles sofort. Und ich weiß nicht warum, ich habe einfach die erste Hälfte, also diese ganze Hälfte vor den Workshops, wo ich euch wirklich so detailliert mitgenommen habe, habe ich alles komplett gelöscht. Da habe ich meine Gedanken geteilt, da habe ich geteilt, was jetzt alles kommt, wohin ich fahre. Wurscht. Weg ist weg, deswegen machen wir das Beste draus, deswegen erzähle ich euch da jetzt einfach immer das Positive sehen, weil der wichtige Teil ist ja da. Ab den Workshops und ab da an, wo ich angekommen bin, beim Paul van Wehr, ist alles da. Ich habe nur das Unnötige davor gelöscht, vielleicht hätte euch das eh nicht interessiert. Also ihr seht jetzt einfach direkt die Ankunft und die Workshops und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Knie zur Brust, Becken bleibt komplett auf der Matte. Ja? Langsam strecken, ganz strecken, ganz strecken, ganz. Spannung. Und dann ziehen wir noch tiefer und dann wippen wir ein bisschen tiefer in die Dehnung. Ah ja, plötzlich geht noch mehr, oder? Thank you.
fest, wie es geht an. Vorne und hinten. Fester, 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 fester. Noch viel fester. Spannung holen. Ausatmen. So, da ich bin hier gerade in Wehr beim Pole Funwehr und wir haben gerade 2 Stunden Damenspagat gestretched. Was sagt sie dazu? Ja, eben. So, wir sind schon angekommen in Tag 2. Heute ist Sonntag, oder? Sonntag. Sonntag. Ich bin da bei der lieben Sandra. Und heute steht an Rücken und Needlescale. Freust dich schon? Ja, definitiv. Was sagst du zu gestern? Es war sehr anstrengend, aber mir geht es heute erstaunlich gut. Yes, also. So soll es sein. Aber der Muskelkater wird noch kommen, ich ganz befürchte, bestimmt. Ich befürchte es auch. Freue mich. Ja, los geht's. Mich auch. Macht Spaß? Ja. Yes. Und dann wieder locker lassen. Kurz durchbewegen, Bobsch anspannen und dann ziehst du dich hoch und tief. Ziehen. Ja, es kann auch sein, dass ihr jetzt hier seid und euch denkt, okay, mehr geht nicht. Völlig okay. Das kommt alles nicht. Wenn ihr das wiederholt, ist es super. Übrigens, das haben wir gestern auch schon besprochen, so eine Übung, ihr schaut die ganze Zeit nach vorne, weil dann zieht sie euch höher, also wenn ihr runterschaut. Oder ihr schaut nach oben zur Decke. Wenn ihr nach vorne schaut, das könnt ihr perfekt machen, währenddessen ihr Serien schaut. Ja, ist eine super Übung dafür. Ganz langsam, nur mit Kraft, ja. Wir arbeiten nicht mit Schwung. Beine in die Höhe. Dann halten wir dort. Und dann wieder Ellbogen zieht nach hinten, Brust öffnen, wir ziehen hoch, halten. Und dann wieder tief. Bobsch fest anspannen. Einmal tief einatmen. Ausatmen. Und dann langsam wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Yes, die Workshops sind vorbei und da sind 3 Ladies. Die haben alle 4 Workshops durchgezogen. Wie geil ist das? Wie geht's euch? Super! Ihr dürft es euch auch ehrlich sagen, wie es euch geht. K.O. Auch gleich. Es geht gleich in die Badewanne. Hat es euch gefallen? Ja. 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 Schön. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Gibt's da Licht? So, ich bin gerade noch in München. Kurzer Zwischenstopp nach 4 Stunden Autofahrt. Direkt von Wehr hierher zu Hans im Glück. Ich liebe nämlich dieses Restaurant und das ist eigentlich ein Burger-Restaurant. Ich esse da meistens die Salate, weil sie so geil schmecken und nehme mir dann noch Süßkartoffelpommes dazu, weil die auch da so geil schmecken. Und deswegen musste ich hier einen Stopp einlegen, hatte ein geiles Abendessen. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, soll ich da noch irgendwo übernachten? Es ist nämlich jetzt 21.52 Uhr. Ich bin ja aber ein Nachtmensch und ich bin so motiviert, irgendwie heimzufahren. Und im Notfall kann ich in 2 Stunden noch auch noch irgendwo bei einem Hotel stehen bleiben. Die haben eh meistens 24 Stunden Rezeption offen, zumindest größere Hotels. Aktuell ist mir danach heimzufahren, deswegen mache ich das jetzt. Und ja, ich sollte circa um 2 Uhr in der Früh zu Hause sein, also eh perfekt meine Schlafenszeit. Und ja, darauf freue ich mich schon. Jetzt geht's wieder los.
zum Schluss. Ich bin dann angekommen, nicht um 2 Uhr in der Früh, sondern um 3:30 Uhr in der Früh, weil ich habe noch ein paar Zwischenstopps gemacht, zwischendurch frische Luft geschnappt, damit ich nicht einschlafe, war aber dann trotzdem motiviert heimzufahren. Und ja, es war auch richtig toll, da am Stück zu fahren. 9 Stunden Fahrt, gar nicht so schlimm wie gedacht. Und ich möchte mich zum Schluss auf jeden Fall noch bedanken bei jeder Flexi-Lady, die dabei war. Es war einfach der absolute Hammer, Workshops wiederzuhalten nach so langer Zeit, mit euch gemeinsam zu lachen, Spaß zu haben, trotz dieser aktuellen Situation. Und ja, wir werden auch schauen für die zukünftigen Workshops. Es ändert sich jetzt gerade wieder sehr viel. Es ist Mitte Oktober, Mitte, Ende Oktober. Und jetzt, ja, fängt langsam wieder alles an, aber es wird sich ja auch ständig ändern. Wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Das ist halt einfach aktuell so, deswegen werden wir auf jeden Fall schauen, wie das zukünftig ist mit den neuen Maßnahmen, was jetzt alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, sobald wieder alles normalisiert wird, habe ich echt viel vor und ich habe geile Events geplant, geile Workshops geplant. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir das umsetzen können, weil irgendwann wird die Zeit wieder kommen, wo wir richtig geile Events halten können und wo wir dann miteinander tanzen, stretchen und feiern können. Und ja, darauf freue ich mich riesig. Alles Weitere fährt ihr natürlich, also alles Aktuelle auf meinem Instagram-Account in der Story oder unter caesars-stretching.at/news. Da schreiben wir auch immer das Aktuellste hinein. Ja, und es freut mich, dass du bis hierher zugesehen hast. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Workshops halten können und ich freue mich riesig darauf und vielleicht lerne ich dich sogar bei dem ein oder anderen Workshop persönlich kennen. Unten in der Videobeschreibung findest du direkt den Link, wo es zur Workshop-Übersicht geht. Unter News haben wir alle zukünftigen Workshops aufgelistet. Wie gesagt, ich kann nicht zu 100% versprechen, dass diese Workshops stattfinden werden, aber wir werden auf jeden Fall Lösungen finden. Lass mich auch gerne wissen, wie dir das Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen ein Fail war. Ich konnte dir trotzdem Einblicke von den Workshops zeigen und dich hoffentlich mehr oder weniger etwas mitnehmen, habe jetzt eben noch meine Gedanken mit dir geteilt, weil ich mir dachte, das gehört irgendwie ins Video hinein. Ja, das war's auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.